Mein Name ist Ulrich Schnabel, ich bin Wissenschaftsredakteur der Zeit in Hamburg. Bin eigentlich von Haus aus Physiker, aber als Wissenschaftsredakteur hat man ja das große Privileg, sich mit Themen beschäftigen zu können, die sozusagen im eigenen Interessenfeld liegen. Ich habe vor 10 Jahren angefangen, mich für Hirn- und Bewusstseinsforschung zu interessieren, und über dieses Thema kommt man fast zwangsläufig zur Religion. Mein neuestes Buch, Die Vermessung des Glaubens, beschäftigt sich mit dem wissenschaftlichen Zugang zu religiösen Fragen und eröffnet damit eine neue Sichtweise auf alte religiöse Weisheiten, die wir so oft gehört haben, dass wir sie schon gar nicht mehr verstehen.